Oh, das kann ich auch noch mal zeigen hier. Habe ich auch noch eine. Ja, das ist nicht so groß. Das war ein kleiner Überhang. Den fand ich ganz schön. Und den wollte ich eben sprengen. Und deshalb habe ich den dann mal. Also da ist noch ein ja, den habe ich dann einfach mal gemacht. Und mein Computer hängt jetzt gerade ein bisschen. Schade, aber was soll's. Und jetzt, wo setzen wir am besten die Dings hin? Redstone-Fackel setzen wir mal. Oh, setzen wir einfach hier hin. Dann fängt es auch schön heftig an. So, jetzt stehen wir hier. Ja, wir werden sogar ein Stück nach vorne geschoben. Ach nee, das war gar nicht. Ich dachte jetzt, da wäre noch ein Tunnel drin gewesen. Aber war es dann doch nicht. So, das ist ein Experiment, das zeige ich euch noch. Aber wann anders? Da haben das einige bestimmt schon erkannt. Und jetzt bitte nicht die Dingens vermiesen, die Überraschung verderben. Gut, hier habe ich auch noch mal eine Wand mit TNT versehen. Ja, die Wand ist eben. Wie soll ich sagen, voll mit TNT und wird explodieren. Wenn es so läuft, wie ich geplant habe. Aber ich denke mal, das wird es. So, und dann gehe ich doch einfach mal hier hin. Nein, ich kann. Boah, ich kann gar. Das ist ja gemein. Ich kann da gar keinen. Doch. Ich kann da gar keine Redstone-Fackel draufsetzen. So, und jetzt sehen wir, wie dieser Berg in die Luft fliegt. Na, guck, da ist eins gelandet. Hier. Nee. Da ist eins gelandet. Wo noch? Da hinten. Ansonsten. Ja, ist ein hübsches Loch. Ja, ich hoffe mal, ihr habt jetzt alle nicht aufgepasst und seht jetzt nicht rechts in den Bildschirm rein. Da wollte ich eigentlich noch Redstone legen. Habe ich dann aber jetzt im Endeffekt verpasst. Oder ich kann ja mal so rum ranfliegen. Und dann suche ich mal. Da ist TNT, wie ihr seht. Ja, hier ist ein bisschen auf dem Boden TNT verteilt. Und den ganzen Kram lege ich jetzt mal hier runter. So, jetzt brauchen wir noch ein Dingens Repeater, wie es so schön heißt. Aber es ist ja eigentlich. Eigentlich ist es ja nur ein Signalverstärker. Zumindest jetzt in der deutschen Version steht das dabei. Gut. Jetzt zur Sprengung. Es wird leicht dunkel. Ich habe leider keine Cheats. Dann gehe ich mal in die Optionen und gehe auf. Grafikeinstellung. Helligkeit habe ich schon plus 60. Jetzt nehme ich hell. Das heißt, es ist heller. Ja, da geht die Sonne auf, der Mond, aber es ist trotzdem noch relativ hell. Und jetzt wird gezündet, würde ich mal sagen. Und dann seht ihr schon, da geht einiges mehr ab als die paar, die wir gesehen haben. Und. Hey, diesmal hat er es aber ganz ordentlich geschafft. Ja, hier habe ich dann eben so. Habe ich eben hinten eine Öffnung gehabt. Da war dann hier so ein kleiner Eingang, da ungefähr in dem Bereich. Und hier war dann die so eine Decke, die bis hier rüber ging mit einem Pfosten. Also wie so ein riesen Trichter. Und ich stand jetzt eben am Ende von dem Teil. Und ja, das war dann so ein bisschen wieder Spielerei. So, jetzt gehen wir mal weiter gucken. Hier ist es auch explodiert. Da bin ich froh, dass es hier nicht weitergegangen ist. So. Hätte ja gut passieren können bei dem Weg. Ja, da habt ihr es schon gesehen. Okay, das zeige ich euch jetzt. Oh, da muss ich noch einen Übergang machen. Ach ne, die fliegen ja darüber. Also erstmal, hier war eine fliegende, ist eine fliegende Insel und. Ja, jetzt laufe ich hier auf dem Boden rum. Ah, jetzt fliege ich wieder. Okay. Gut, ich
mache gerade noch hier das komplett. So, jetzt ist von der Insel nichts mehr zu sehen. Wirklich gar nichts mehr. Kann man mal gern gucken gehen. Hier ist alles mit TNT bedeckt. Dann hier dieser ganze Klotz, den habe ich in TNT eingepackt. Hier das alles. Das ist so ein riesiger Überhang. Besteht nicht nur rein aus TNT. Kann man gerne. Kann ich euch auch nochmal zeigen, dass das nicht nur TNT ist. Dann komme ich einfach hier. Da seht ihr, darunter ist Erde. Und wenn man tiefer gräbt, ist auch noch Stein. Ich denke mir, ihr glaubt mir da soweit, dass das dann da alles Dingens, mit rechten Dingen zugeht. So alles richtig gemacht wurde und nicht geschummelt mit Dingens. Ja, das ist zwar der Creative Mode, aber ich habe keine Cheats aktiviert. So, jetzt dürfte ich hier gegen die Wand gedrückt werden. Jetzt geht's hier mit Kanonenschlägen weiter. Na, bis hierhin und nicht weiter. Gibt's so einen schönen Spruch zu. Hier heißt irgendwie bis hierhin und nicht weiter sollst du gehen oder sowas. Und jetzt geht's da mal richtig los. Ich weiß nicht, wo ich lande am Ende. Weil die Explosionen mich ja immer noch so zurückschießen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen lauter reden bei den ganzen Explosionen. Auf jeden Fall. Ah, da hat mich noch mal ein voll ins Gesicht getroffen wahrscheinlich. Okay, also der Überhang ist komplett weg, bis auf diese kleine Insel da, die da in der Luft fliegt. Die fliegende Insel war, glaube ich, irgendwo hier. Ist natürlich auch nichts mehr von zu sehen. Und es ist ziemlich alles in der Umgebung einfach mal weggesprengt worden. Ja. Hatte ich jetzt noch was gemacht? Oh ja, ich hatte noch was gemacht. Das war... Da muss ich wieder zurück. Jetzt hängt er da ein bisschen rum. Macht er im Moment unglaublich gerne. Ich glaube, ja, da ist, guck mal, seht ihr da unten noch? Dieses, die TNT-Teile. Ah, das war das mit dem Tunnel drin. Das kann ich auch noch sprengen. So, jetzt seht ihr da noch den Klotz und jetzt seht ihr da nicht mehr so viel von. Ja, okay, dann geht's doch jetzt unterirdisch, weil ich hatte auch... Oh, schöner Einblick. Ich hatte auch unterirdisch die Tunnel, ja, da ist das der Überrest vom Klotz, also von dem Stein, den ihr gerade noch gesehen habt. Sehr eindrucksvoll, ja. Nee, ich hatte hier unten die Tunnel noch vermint, verbombt, wie auch immer, mit TNT vollgepackt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen Helligkeit reinkriegen. Ach, falsche Fackeln, die bringen ja kein Licht. So sieht das aus. Gut, irgendwo bis hierhin habe ich anscheinend TNT hingehauen. Und, ja, bis hier ungefähr. Ja, ist schon ganz ordentlich. Und ich habe dafür noch nicht mal ganz so lange gesessen, wie man vermuten mag. Wieso? Ah, hier unten ist Lava. Gut, dass ich so weit nicht gebaut habe. Sonst wäre mir das Ganze wieder in die Luft geflogen. So ungeplant wie das letzte Mal. Und den Tunnel, ja, den wollte ich euch eigentlich ein anderes Mal zeigen, weil hier eben noch so Eingänge waren. Hier so riesige Löcher. Kann man ja mal zeigen. So, jetzt brauche ich hier Licht. Okay. Hier geht's dann weiter. Ja, hier ist dann eben noch... Ja, hier ist dann Lava, die hätte ich dann noch abgegrenzt oder sowas mit irgendwas, damit ich ja, nicht aus Versehen das ganze TNT in die Luft jage. So, jetzt muss ich mal gucken, wo komme ich hier raus? Da. Alles klärchen. Dann habe ich euch das auch gezeigt. So, ein kleines Loch hier und der Berg weg da. Und na gut, ihr habt es schon gesehen.
Für die, die aufgepasst haben, der Rest kann jetzt nochmal zurückspulen. In der einen Wand, wo ich dann erst hin wollte und dann doch abgedreht habe, da habe ich nämlich etwas, etwas gebaut. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ja, da oben seht ihr, ich habe mir auch mit Fackeln den Weg ein bisschen beleuchtet, damit ich den ganzen Kram finde, weil ich doch ein bisschen sehr verteilt habe. Ja, und hier seht ihr eben ein kleines, eine kleine Idee von mir, was in klein, also was da hinten nicht funktioniert hat. Ich habe das R von, ja, vom Kanalnamen mal hier in den Fels gehauen und mit einer Menge Repeatern oder Verstärkern hier den das TNT verbunden. Wie ihr seht, habe ich ganz schön dran gearbeitet. Die sitzen auch eigentlich immer relativ weit drin. Sollten sie zumindest. Also die sollten, glaube ich, noch ein Feld weiter drin sitzen. Das hier ist ein, ne, ja, ist eine Wendeltreppe für Redstone mit Repeater-Einsatz hier. Also mit Stücken, mit wo die Repeater drin sitzen. Und dann musste ich teilweise auch. Ah, hier seht ihr das. Ich kann das mal. Warte. Ah, nee. Shit. Ja, so sah das dann hier aus. Dann habe ich hier unten gebaut, den Repeater eingesetzt. Dann hier hoch. Jetzt muss ich wieder hier einen Klotz hinsetzen und hier, damit auch das hier zündet. Dann ging es wieder hoch. Dann kommt hier hoch eben. Dann zündet der Klotz. Also das TNT. Und dann geht es noch ein Stück hoch wieder hier. Oh. Gar nicht verbunden. Das sollte ich nochmal checken gerade. So, dass alles verbunden ist. Aber ich glaube. Normal. Ja, das, wer einen Repeater kennt, der wird meinen Fehler erkennen. Der muss nämlich direkt angesteuert werden. Darf nicht so. Der muss. Sekunde, so. So. Hier noch. Damit er eben hier verbunden wird, muss ich hier einen Erdklotz hinhängen. Ja, ist ein bisschen blöd. So, hier seht ihr, kommt es runter. Geht's weiter. Jetzt sind wir hier in dem, gerade in dem Knick drin. Dann geht hier nochmal ein Repeater rüber, um den da zu sprengen, der auch nicht verbunden ist. Da habe ich auch ganz schön geschludert, dass der nicht verbunden war. Oh, der ist noch mit gar nichts verbunden. Muss ich wohl noch nachholen. Also irgendwie habe ich hier gerade mal mehrfach Mist gebaut. Sondern hier habe ich eben ganz einfach eine Treppe gebaut. Für den Redstone. Ich hoffe mal, das funktioniert an sich so. Ich hatte nämlich nicht getestet oder gezählt, wie weit das geht ohne Repeater. Ich mache hier nochmal den Verstärker rein oder Repeater oder wie auch immer. Ist ja egal. Und ja, hier ist dann eben der Tunnel, der nach da hinten führt. Da kann ich im Moment nicht, also da kann ich nicht durch, weil ich da einen, ich glaube, den Erdklotz hingesetzt habe. Ja. Ja. Okay, ich bin ein bisschen müde. Merkt ihr sicher gerade. Gut, jetzt nehme ich hier den Stein, den ganz normalen, popligen Stein. Und baue das hier alles noch zu. Das gehört ja auch dazu. Muss aber aufpassen, dass ich keine Redstone-Verbindung irgendwie abschneide oder so. Ich meine, darauf habe ich zwar geachtet, aber es kann immer wieder sein. Was natürlich dann eben nicht sein soll. Ganz klar zu sagen, Pannen plane ich hier eigentlich nicht ein. Dafür bin ich ein Stück weit zu perfektionistisch. Aber es kann immer mal wieder passieren. Habt ihr ja gesehen, ich hatte vergessen, die eine TNT zu verbinden. Das kommt dann nicht ganz so gut. Bam, 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 bam.
das eben alles verschließen, damit es eben nicht ganz so weit aufreißt, damit es dann nicht so ein wirklich gigantisches Loch gibt und man einfach gar nichts mehr erkennt. Deswegen habe ich das auch, deswegen habe ich das TNT auch weit reingesetzt, damit das, ja, wie soll ich sagen, damit das hinten in den Stein rein explodiert und nicht unbedingt nach vorne raus, wo dann eben alles, wo dann kein Widerstand gegeben wäre. Das drücke ich mal kompliziert aus. Also, na, die Druckwelle, wenn es denn eine so wirklich gäbe, könnte rein theoretisch nach vorne entweichen, ohne hinten allzu viel Schaden anzurichten. Oh, das habe ich ja vergessen. Das ist immer Mist. So, aber an sich sieht man ja doch jetzt kaum noch, bis auf die Fackeln, dass ich da dran war. Die Erdteile waren da wirklich schon. Ich habe zwar hier zwei Reihen abgetragen, aber die Erde war da wirklich schon. Die habe ich nicht da verschuldet. Ich habe noch eine Idee, damit wir ein bisschen Zeit haben, wegzukommen. Mache ich es einfach so. Dann mache ich das. Nein. Genau, dafür sind die Repeater ja da. Ach, wieder falsche Taste gedrückt. So, und jetzt kommt da noch eine Verbindung hinten. Nein, da können wir die Fackel hin tun. Ja, jetzt dauert das hier 4 Sekunden, 8 Sekunden und dann fängt es erst an, mit, dass es aktiviert wird. Und hoffentlich alles relativ gleichzeitig. Das werden wir natürlich noch sehen. Jetzt heißt es, ah, doch keine 4 Sekunden. Mit viel Fantasie kann man es erkennen. Leider ist hier der Durchbruch nicht so ganz gelungen. Da habe ich anscheinend eine Ebene mit TNT vergessen. Und dann kann man einfach hier nochmal, weil hier ja Erde war, das habt ihr ja gesehen gehabt, dann kann man das einfach hier nochmal zumachen, weil es ein Planungsfehler war. Ganz einfach. So, und dann erkennt man es doch. Naja, also. Doch, jetzt erkennt man es so ein bisschen. Vielleicht nicht ganz so schön wie geplant, aber immerhin habe ich es hinbekommen. So, jetzt geht da ein bisschen der Saft raus. Gut. Und was haben wir jetzt? Ich habe ja nur Redstone-Fackeln zum Anzünden gerade mal da. Dann mache ich das einfach so. Vielleicht explodiert hier noch was, was ich vergessen habe, euch zu zeigen. So, allgemein. Kann ja gut vorkommen. Also könnte gut sein. Da, das führt in die Leere. Das hier dürfte den Berg rauf führen. Ja, das führt den Berg rauf. Und da können wir mal kurz sprengen. Tüdü, Sprengung. Na, jetzt wäre es jetzt zu spät wegzulaufen. Ich kann das nicht anzünden. Das ist ein bisschen lächerlich. Okay, das geht mir jetzt auf den Keks. Nichts mehr mit Redstone-Fackeln, jetzt wird einfach nur noch gezündet. Aber so viel war das dann auch wieder nicht. Hier unten könnte jetzt ein bisschen mehr sein. So, ja, ich habe das doch relativ eng gelegt gehabt hier. Naja, es ist gut, wenn ich es nicht ganz so eng lege, dann kann es sich auch nicht ganz so weit verbreiten. Ja, jetzt brenne ich hier noch ein bisschen die Wege weg. Also sprenge ich die Wege weg. Gut, das Tal, das hätte ich euch gerne einzeln gezeigt. War bestimmt eine klasse Explosion. Ich hoffe mal, das Tal hat euch gefallen. Also hier dieser Kessel. Ja, und das war's dann auch wieder. Ich denke mal, ich habe jetzt 2 oder 3 oder 4 Folgen zusammen, je nachdem, wie ich schneide.
Ich darf jetzt auch längere Videos hochladen als 15 Minuten. Also von daher wird das kein Problem sein, das irgendwie hochzuladen. Und na gut, ups. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal.